jetzt kommt nicht genug Öl. Das heißt, wir bräuchten die besseren. Ja, davon zwei Stück. Zoomt das langsam alles Formen an. Ja, jetzt hängt es definitiv nicht mehr hier dran. Gut, Schweröl. Auch da nicht wirklich. Wobei hier ein Problem auftreten könnte. Denn Resin verbrauchen wir nicht so viel. Und irgendwann ist die Kiste voll. Ja, nicht so gut. Also doch umsteigen auf das andere Rezept, was nicht so viel Öl herstellt. Also Schweröl herstellt. Klingt vielleicht doch gar nicht so gut, ne? Gar nicht so schlecht. Mach mal hier dich zu dem. Mach da mal eine Pumpe hin. Ich glaube, wir hatten hier noch irgendwo eine rumliegen. Hatten wir auch eine zweite gebaut? Ja. Hätte schwören können schon, aber was soll's. Die hätten wir beide gesetzt, ja. Oh. Na gut, dann halt. So. Weil es schön eklig aussieht. Stell Wasser her. Dinge. So, jetzt stellen wir weniger Schweröl her, aber trotzdem noch genug, um das zu befeuern. Wir kriegen mehr Petroleumgas direkt. Das heißt, die hier können schneller laufen. Und wie... Ah, ne. Das Ding kann schneller laufen. Ja, viel schneller. Sehr gut. Und ihr seid jetzt auch schnell durch die Speedmodule. Alles ist gut. Jetzt hebt sich das Problem hoffentlich. Wie könnten wir das nochmal beschleunigen? Wir könnten aus den Chemical Plants auch jeweils nochmal MK2er machen. Und können wir Raffinerien aufstufen? Das weiß ich noch gar nicht. Also dich können wir dazu machen. Gib mal T. Also Pumpjacks, ja, definitiv. Tanks auch. Öl wüsste ich jetzt nicht, wie da, wo ich gucken müsste. Also Raffinerien. Na gut. Bauen wir noch dich zu Ende und dann gucke ich weiter Richtung Power Armor, also die Leichen vor der Stadt einsammeln und so weiter. Achso, euch sammelt hapert es an. Also tun wir da überall die hin. Das sind jetzt alle Vierer. Keiner von euch hat ein Speedmodul. Jetzt haben alle von euch Dreier Speedmodule. Reicht das jetzt? Ja, es reicht. Jetzt arbeiten die durchgehend. Also die Raffinerie arbeitet durchgehend und der Rest sollte einigermaßen herkommen. Einigermaßen. Ja. Wie gesagt, im Auge behalten. Weiterschauen. Jetzt die ganzen Leichen. Ganz, ganz viele Leichen einsammeln, damit wir ganz, ganz viele Alien-Fragmente haben. Dann passt das schon irgendwie. Allerdings, bevor wir die Fragmente umbauen, sollte ich noch die Dreier Produktivitätsmodule, die wir oben jetzt hergestellt haben, abholen, runterbringen und in die Fabrik da reintun. Die aus den Kleinen die Großen macht. So. Hier. Alle raus. Alle rein. So, wie viel Produktivität da bist du jetzt? Plus 75%. Geht das auf? Ja, jeweils 15. Gut. Also fast doppelt so viele. Dann gehen wir doch jetzt mal hier oben hin. Und setzen dann wahrscheinlich wieder den Roboport hin, damit wir eine größere Reichweite haben. Oder kommen wir da jetzt schon überall an? Ne. Der Haufen da fehlt. Also hätten wir gerne hier erstmal Strom. Und dann hier ein Roboport. Und dann sammelt ihr schon von alleine Zeug ein. Was machst du? Achso, nee, ihr geht jetzt los und holzt den Wald da ab. Aber wer so dringend Holz braucht und vor kurzem noch... Aber nein, eigentlich ist es viel wichtiger hier Leichen und so. Mach mal den hier. Kommt ein Angriff, aber ist okay. Komm nicht ein bisschen an mich ran. Ich könnte auch spaßeshalber da reinlaufen und die Basis zerstören. Aber dann haben wir keine Angriffe mehr und dementsprechend keine Alien-Artefakte. Das wäre ja auch nicht so schön. Sammelt die da auch mal alle ein. Also eher eine Basis, die außerhalb ist und wo. Na, die schnüffelt auch schon. Die schickt auch ab und an Leute los.
schicken alle zwischendurch Sachen los. Wir könnten auch Alien-Artefakte direkt abbauen. Wir könnten auch Bäume bauen, die Artefakte herstellen und es wird dunkel. Okay, Versuch im Dunkeln. Die Basis da zu zerstören. Wow. Ganz ruhig. Irgendwie kam ein bisschen mehr Schaden, als ich dachte. So, zwei Spawner kaputt. Dafür haben wir Talent bekommen. Ja, Talent. Ich weiß, dass ich gerade unnötig Munition verbrauche, aber das können wir uns eigentlich leisten. Also Könige nach Hause locken und dann die Alien-Artefakte einsacken. Da liegen auch ein paar rum. So. Piu, 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 piu. Zeug, ja. Sammeln die ganze Artefakte ein. Die Leichen auch mit ein. Aber da haben wir ja vorbereitet. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Komische Einzelteile weg. Zu viel Tin weg. Zu viel Draht weg. Alte Speedmodule weg. Brauchen wir das Dreierzeug. So. Hoch. Und Attrakte einsammeln. Also es geht. Es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Obwohl wir halt diese schwache Rüstung haben. Wobei es kurzfristig ein bisschen haarig war, aber na gut. Damit können wir leben. Überall verstreute Mini-Artefakte. Alle mit. So, steht hier noch was? Ja, ein Spawner. Zwei Spawner. Oh. Kein Blödsinn, aber ich bin so komisch. Geht weg, ihr doofen Dinger, die wir nicht mehr treffen können, weil ihr keinen Hitbox habt. Gut. Bomb weg, das da. 50 Stück brauchten wir von den großen Alien-Artefakten. Das, wenn wir so weitermachen, dauert das eine Weile. Oh, nee, gar nicht. 49 haben wir. Ha! Das machen wir noch schnell im Crafting-Inventar. Was fehlt dann noch? Dann fehlen die Module, die haben wir zu Hause liegen. Und 150 Tungstenplatten. Die sollten auch auf Tasche sein. Gleich jedenfalls. Tungsten. Ja, mach 200. Okay, mach 300, wenn du es anscheinend willst. Und hol das hier auch noch alles nach Hause. So. Hier komme ich nirgendwo durch. Da. Kommt Tungsten oder muss ich jetzt mich um das Tungsten kümmern? Weil das war auch keine automatisierte Sache, glaube ich, bisher. Tungsten. Kann ich da... Ja. Tungstenerz oder Powder-Tungsten mit Nickel. Das heißt, was wir bräuchten, wäre eine Tungstenmine. Ja. Wo war Tungsten? Speedmodule sind dabei. Ja. Das heißt, ich. Es war so bräunlich, das weiß ich noch. Das ist Gold. Du da unten bist voll mit Tin, du da bist voll mit Gold. Ich denke, ich werde wieder außerhalb von den Toren irgendwas machen müssen. Achso, und hier nochmal Upgrades. Zack. Zack. Oh, das ist Bauxit. Das ist für Aluminium. Könnten wir aber auch mal abbauen. Fällt mir gerade so auf. Wobei ich hier keinen Mining Drill dabei habe. Sollte praktisch sein, einen Mining Drill mitzunehmen, wenn man Erze abbauen will, oder? So.
das kann auch alles eingesackt werden. Schwupps. Die ganzen Bäume auch weg und überhaupt alles da weg. Und da auch weg und alles weg. Mein Angel ist da. Ein Vierer. Ein Vierer bitte hier hin und da eine Kiste voll machen. Dankeschön. Speed-Module. Mach mal hier Produktivitätsmodule. Dadurch verbrauchst du mal eben wie viel mehr Strom? Gar nichts. Achso, doch, einiges. Energy Consumption 1,1 MW, du alleine. Also ordentlich. Können wir Bauxit eigentlich replizieren? Nein. Also macht das sogar Sinn mit den Produktivitätsmodulen hier, weil es halt ein begrenzter Rohstoff ist. Was sagt der Strom? Der Strom sagt, ich bin gar nicht angeschlossen. Was? Ja, hier war wieder ein ganzer Block nicht verbunden mit dem eigentlichen Netz. Wir sind nämlich eigentlich schon bei 140 Gigajoule Puffer. Gut zu wissen. Es. Weiter zum eigentlichen Problem. Wir wollten Tungsten holen. Und wir haben hier keine Ausgänge. Bau bitte zwei Mauern. Tore, was auch immer. Ich hatte mal einen Plan. Ich glaube, ich wollte das immer auf der Höhe von dem hier so machen. Also von den Lücken. Okay, Tungsten, wo bist du? Ich glaube, es war nördlich der... Es ist alles nördlich der Basis. Ja, das stimmt. Aber irgendwo nördlich von dem Hauptgebiet der Basis. Also da so. Das ist alles Gold. Es war aber auch so ein gelblicher Ton. Aber es war brackiger. Das da, Tungsten. Hatten wir sogar mal in Beschlag genommen, wenn ich es richtig sehe. Mach davon mal mehr Türme hin. Mach hier ein Vierer-Drill hin. Keine Kohle, bitte. Mach den Baum weg. Und mach hier die ganzen Türme hin. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Sind zwar jetzt nicht die ganz tollen Türme, aber das wird schon irgendwie hinhauen. Ihr macht einfach Dinge kaputt, wenn was kommt, okay? Okay. Ist jetzt nicht verbunden mit unten. Wenn ich einen ganz, ganz tollen Roboport bauen würde. Dafür bräuchte ich Blei. Forder mal Blei ein und geh nach unten. Also wenn wir jetzt ganz viel Blei hätten und den Roboport bauen, dann könnten wir es eventuell direkt von da oben mit einem Roboport hier unten verbinden. Das wäre abgefahren. Ja, eventuell müssten wir dann den Roboport hier auch auf MK noch was hochstufen. Wobei, warte mal, das sind die Ditec-Roboports. Du, was bräuchten wir für dich? Nitolit-Gedöns. Nein, geh weg. Gib mir bitte kein Blei, sondern Silber. War es doch Nickel? Ist das da dasselbe wie das da? Und Rubber. Ah, immer diese komischen Sachen, die wir hier brauchen. Rubber, da. Und weiße Chips. Und Titan. Dann brauchen wir Slots. So. Titan, auch noch. Go. Und weiße Grisselbretter. Warum habe ich nicht genug weiße Grisselbretter? Weil ich auch nicht genug weiße Chips habe, weil wir immer noch nicht genug Plastik haben. Ist doch alles doof. Okay, gib mir weiße Grisselbretter, dann mache ich die weißen Chips halt selber. Achso, Plastik brauchst du natürlich auch, sonst kannst du die weißen Chips nicht selber machen. Ah! Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich muss weiter an dem Problem arbeiten, dass wir nicht genug Plastik haben. Und das muss ich so lange machen, bis wir genug Plastik haben und mich nicht von anderen Dingen ablenken lassen. Ganz einfach. Geh da hin. Das heißt, wir bauen vorsichtshalber schon mal eine zweite Raffinerie. So. Weil es daran anscheinend liegt. Dass nicht genug Leichte kommt, um das hier umzuwandeln und dass nicht genug Petroleumgas da hinten ankommt. Oh, warte, ich könnte das hier mit Produktivitätsdingern umwandeln. Und könnte die hier mit Produktivitätsdingen umwandeln.
und habe keine Produktivitätsdinger mehr. Den könnte das fast hinhauen. Also, Pink Power ist die Lösung. So viel Grad so hier sind, setzt man einen Teil davon einfach so aus Spaß. Oh oh. Ruckel. Mehr haben wir nicht, ja? Also grün müssten wir auch eigentlich gar nicht mehr herstellen. Ja, nicht ablenken lassen, Gerogon, nicht ablenken lassen. Also geh zu Pink, hol Pink-Sachen und kümmere dich um Öl. Da, Pink-Sachen. Gott. Rüber. Bip. So, da hinten ist Öl. Dann machen wir alles produktiv und dann klappt das vielleicht. Du. Raus, rein. Das heißt, du bist jetzt durchgehend am Arbeiten. Aber es ist trotzdem noch nicht genug, damit du durchgehend am Arbeiten bist, oder? Doch, fast. Wie schaut es hier unten aus? Alles sofort weg. Nimm mal dicht weg und dich dahin. Das ist viel zu langsam. Wir haben zu wenig Slots. Ja. Moment mal. Hier ist richtig viel Plastik. Warum haben wir nicht zigtausend weiße Chips inzwischen wieder? Und ich keine in meinem Inventar. Das ist jetzt ein anderer Grund. Das hat nichts mit dem Öl zu tun. Hier, Jungs, was fehlt euch? Immer noch die Basic Electronic Components. Oh ne, Silikon. Das hatten wir vor kurzem erst. Das weiß ich. Ich weiß, dass das ein Problem war. Und Ich hatte das Problem gefixt. Da sind Zäpfchen. Wo werden aus den Zäpfchen Silikon gemacht? Nur da oben. Das wird sein, hm? Das heißt, du bist die Lücke? Nein, es kommen zu selten Zäpfchen an. Warum kommen zu selten Zäpfchen an? Weil du einfach zu langsam bist. Mach. Bau. Gib mir Plastik. Ernsthaft? Okay, gib mir Plastik. Dann baue ich einen besseren Electrolyzer und dann läuft das hier schneller. Sind doch alle völlig gaga geworden hier. Genau, stell Plastikrohre hier, mach einen besseren Plastikleiser und mach eine Kiste dahin und schmeiß die ganzen Leichen rein. So. Wo bist du? Da bist du. Und du arbeitest bitte nicht produktiver, sondern schneller. Gott, Zäpfchen. Zäpfchen sind auf dem Weg nach oben. Dadurch haben wir gleich ganz viel von denen da. Die kriegen auch alles mit Mühle. Dann haben wir endlich weiße Chips. Gottverdammt. Also, weiße Chips sollten jetzt endlich wieder okay sein. Die Ölgeschichte ist einigermaßen verbessert und liefert fleißig Plastik. Das heißt, uns steht jetzt für die Power Armor was noch im Weg? Das Tungsten. Das Tungsten wird oben abgebaut. Dafür wollte ich vorher die hier bauen. Dafür fehlen mir die Zäpfchen. Die klaue ich mir jetzt einfach. Hier hin. Nimm dir Zäpfchen, bis du davon 19 Stück oder was hast. So. Wow. Was fehlt dafür? Robo-Hedge-Store. Dafür brauchen wir Titan-runde Dinger. Die Titan-runden Dinger sind unten. Die forderst du bitte auch an. Du hättest gerne Titan-runde Dinger, aber nicht 100 Stück, sondern 50. Dann baust du den Robo-Port. Und damit wäre dann in der nächsten Folge
halt erstmal zusammen mit der Forschung. Nächste Folge werden wir dann losgehen und die Tungstengeschichte oben mit der Basis verbinden. Entweder das oder ich mache mich nackig und trage rucksackweise das Tungsten hier runter, damit das dann funktioniert. Also bis gleich.